Hallo Fops, willkommen im Nockenstein-Studio. Ich bin der Niklas. Und ich bin der Micha. Du hast was mitgebracht. Oder du hast es mir zumindest hier hingestellt. Ja, ja, und man hat es mir auch hingestellt. Und hat gesagt, zieht es euch mal rein. Und da wir ja beide Experten sind für Technik-Motorräder, richtig, werden wir euch jetzt begeistern von dem Teil. Wir können doch uns was vornehmen, oder? Ja, das wird super. Also, hoffe ich. Wir haben hier ein Motorrad. Das haben wir im letzten Motorrad-Video auch schon angekündigt, dass sowas bei uns im Haus ist und dass wir euch das zeigen wollen. Und jetzt zeigen wir euch das mal. Und zwar findet ihr es bei uns im Shop unter Asse, weil das ist von einem Hersteller, den haben wir so bei uns noch nicht groß gelistet. Und mit so einem Artikel landet er erstmal bei allen anderen. Anderen, ja. So sieht die Verpackung aus. Ich finde, es sieht erst schon mal ganz gut aus. Also es ist bunt, es ist eine Rennmaschine, es ist verdammt viel Gold. Gell? Chromgold. Chromgold und hier hinten nochmal die Rückseite. Ja, nichts Besonderes drauf, aber Verpackung haben wir euch gezeigt. Ja. Und bevor wir jetzt hier rechts, links, vorne, oben, unten machen, es ist ein Stickerbogen dabei. Hier seht ihr wunderbar. Da haben wir die Sticker aufgebracht. Ich sage in diesem Falle wieder Pflicht. Da muss man drauf machen. Bei der Maschine. Wenn du es jetzt rumdrehst. Das stimmt schon. Es sieht mit Stickern besser aus. Ja. Gut, es ist wirklich Geschmackssache. Ich meine, du kannst auch, wie gesagt, hier ist die zweite Hälfte der Sticker. Du kannst auch es so lassen. Aber das ist ja so eine. Aber das ist schon besser. Berichtige mich, das ist eine absolute Rennmaschine. Das muss vielleicht so sein, oder? Auf jeden Fall. Wobei in diesem Baustil, also dieses Bullige und das Lenkrad hier unten und du hängst da drauf in den Schluck Wasser, das gibt es aber auch als normale Serienmaschinen. Das muss nicht unbedingt eine Rennmaschine sein. Oder? Gut, auch keine Ahnung. So, top vorbereitet. Wir haben es voll drauf. Nein, also ich so. Also ich weiß, wir haben ja in meinem vorigen Leben, bei dem anderen Verein hier, gibt es auch Motorräder. Ja. Und da hatten wir auch solche Maschinen, also auch als Straßenmaschinen einfach laufen, obwohl diese Form haben. Es muss jeweils so ein Rennding sein. Ja. Aber das ist auf Rennen getrimmt. Und jetzt schauen wir mal, was mit los ist, oder? Ja, dann ich bin mal mutig, ich nehme es auf den Ne. Okay. Ein Stück. Einfach gemacht, aber effektiv. Die sind üblich. Ich glaube, die kriegst du auch. Also selbst bei den Fertigmodellen, die es auf dem Markt gibt, so fertig kauft ihr Motorrad, hier Rennmaschine, da sehen die Stände auch oft so aus. Und ich glaube sogar, in der Realität, wenn du hier Grand Prix irgendwas, Motorrad Grand Prix, ich glaube, die haben auch solche. Nee, hast du noch nie was gesehen? Nein. Okay. Überhaupt nicht. Musst du mal gucken. Muss ich mal reingucken. Ich Motorrad. Bin absoluter Motorrad neulich. Noch nie was mit zu tun gehabt? Nein. Mal draufgesessen? Nein. Bei irgendjemand? Nein. Rolle? Nein. Nix? Null? Null. Überhaupt nicht. Fahrrad? Deswegen sag ich. Ja, das ja. Okay. Das ist schon ein Anfang. Also mit zwei Rädern kenne ich mich schon aus, ja. So. Jetzt mal gucken. Also, das Ding rollt. Das hat eine Kette. Eine. Wie hast du gesagt? Was ist eine Kette? Gold? Wie war das? Chromgold ist das. Chromgold. So ein, ja, das ist halt nicht dieses. Es gibt ja dieses. Ich muss wieder überlegen. Es gibt. Fällt mir der Name nicht ein. Das ist dieses Standardgold, was ganz viele haben. Pearlgold, richtig. Das ist ein Experte neben dir. Es gibt Chromgold und es gibt nochmal Metallicgold. Und ich glaube, Metallicgold ist nochmal dieses, was nochmal viel stärker auch so reflektiert, wo du dich fast drin spiegeln kannst, meine ich. Das hat so einen leichten Matt-Look. Genau. Das hier jetzt. Genau. Und das ist dann dieses, glaube ich, dieses Metallicgold. Das gibt es auch mit Silber, gibt es das auch. Dieses Metallic Silver ist das dann auch noch. Ja. Okay, es ist auf jeden Fall viel davon drin. Sehr viel sogar. So, das Ganze hat hier, das hat funktionierende Kette, das läuft auch. Mit Lenkung. Wär blöd bei einem Motorrad, finde ich. Aber okay. Federung auch, ja. Sehr cool, also schön. Wie sagt man heute? Smoothie. So, dann haben wir hier, das haben wir schon entdeckt, der Niklas und ich. Wir haben hier einen. Ja, eine Schaltung, ne? Ja. Würde ich so sagen. Also wenn du den könnte das der Anlasser sein?
Habe ich so überlegt, weil du meinst, weil die, wenn die so drauf springen, dann ja, genau, da treten die doch quasi um die Maschine. Die Hufen. Die Hufen. Du weißt aber, was ich meine. Ja, ja. Ja. Das ist wie ein Pferd austritt. So. Okay. Die drehen, das kann wirklich sein. Aber es kann aber auch Schaltung sein hier unten. Du fragst mich, wie gesagt, also ich habe von Motorrädern voll viel Ahnung. Ich das schon. Glaube, das ist die Schaltung. Weil diese Art Motorräder, die trittst du, glaube ich, nicht an. Du drehst entweder den Schlüssel oder drückst hier Knöpfchen. Kann sein. Ja, ihr schreibt es bitte in die Kommentare, weil bitte klärt uns auf, bringt uns was bei, damit wir hier zu Motorradprofis werden, oder? Vielleicht wird es ja auch noch. Vielleicht wird noch was aus uns. Ne? So, aber wie gesagt, wenn man das hier umschaltet, dann läuft der nicht mehr. Ja. Also dann ist dann blockiert das blockiert, vorwärts, rückwärts. Schalte ich wieder hier um, dann ist das alles wieder so, wie es sein soll. Mhm. Dann fährt das gute Bike. Und es fährt gut. Hier unten die Teile. Oh, hier. Ja, schön, sag ich ja. Also schön in Metallic Gold. Also auch die Kanaldeckel hier vorne. Wir brauchen viel mehr Teile damit. Kanaldeckel, gut. Sagt ihr Profi, sagt Kanaldeckel, oder? Nee? Du meinst auch diese goldenen Dinger. Das ist eine 1x2-Teil, Grill-Teil. 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 Zeig ein Grill. Oh, ich freue mich so ohne. Ich habe neue Premiere-Teil aufs Grill. So, jetzt wollen wir noch gucken, ob noch was passiert, wenn man hier dreht irgendwo und da was sieht. Oder ob das... Also das Zahnrad dreht sich, das lasse ich die Schaltung um. Ah ja, pass mal. Wenn du das hier umschaltest wieder, dann kann man jetzt hier sehen, da drehen sich die ganzen Zahnräder innen. 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 Ja. Da. Ja. Wenn ich hier wieder zurückschalte, dreht sich nichts. Okay. Also ist das doch irgendwo ein Leerlauf oder ein erster Gang oder sowas, Schaltung. Wahrscheinlich. Ich weiß, du sagst jetzt so einfach, das muss ich dem jetzt glauben, aber wahrscheinlich erzählt der Käse. Recht hast du. Ich glaub dir das. So, okay. Ich würde sagen, ich habe nichts mehr beizutragen. Okay. Zeig mal die Anleitung noch. Die Anleitung, ja, stimmt. Die Anleitung, die habe ich fast vergessen. Komm, mach mal die Anleitung. Aber das eigentlich sieht doch cool aus. Vorne, hinten nochmal das Bild vom Motorrad. Wir haben mal reingeguckt, es sind, was habe ich gesagt, vier Bauabschnittstüten sind drin und auch wieder eine relativ simple Anleitung, ausgegraut, also nicht verblasst, sondern wirklich ausgegraut, was ihr vorher gebaut habt. Und das sehr, sehr schöne kleine Bauabschnitte, gell? Ja, also. Zack, was ist hier? Zwei Teile. Ich glaube, dass das sehr entspannt zu bauen ist. Ja, du hast nicht so viele Teile da rumfliegen. Genau. Ist, oh ja. Und schön wieder mit dem 1:1, dass man da dran halten kann. Das habe ich jetzt letztes Mal schon gesagt, brauchen wir nicht. Bei uns gibt es das Huber-Duber-Spezialwerkzeug. Das ist bald. Richtig. Bald. Du meinst das, was wir schon auf dem Tisch liegen haben. Ja, was ihr mir immer verbergt und was ich haben darf. So, jetzt die Karte. Jetzt die Karte. Okay. Das ist das Motorrad von findet ihr unter Other. Ich kann die Marke tatsächlich nicht aussprechen, deswegen lasse ich es mal lieber. Ja, es steht bei, Hat die Setnummer 82006, hat 890 Teile, kostet 39,95, ist 34 cm lang, 13 cm breit und 18 cm hoch und ist zu bauen guter Durchschnitt. So, dann noch eine kleine Bemerkung von mir an dich und du gibst es bitte weiter, wenn du da hinten in Richtung Longstein-Werkstatt und Einkauf und keine Ahnung, wo vorbeikommst. Ja, ja. Warum nennen die das Teil Motorrad? Also, also vielleicht fällt denen noch was Tolles ein, finde ich. Also im Moment, wenn ihr sucht, sucht Motorrad. Aber das heißt einfach Motorrad. Ja, da gibt es bestimmt noch irgendwas. Goldenes. Ich meine, das macht. Mach mal einfach goldenes Superbike. Ja, das klingt gar nicht schlecht. Okay. Ja. Probier's mal. Ja. Kann ich Ihnen vorschlagen? Mal gucken, ob das hier ist. Okay, müssen wir durch. Jetzt ist der ja. Was ein Blödsinnsvideo.
Wir werden vielleicht noch irgendwann zu Motorrad-Experten und dann können wir uns dieses Video selber angucken und lachen uns kaputt. Nach dem Video drehen wir wahrscheinlich gar keine Videos mehr. Das kann natürlich auch sein. Noppelsteine kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal gibt's mehr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Bauen. Und danke für die Geduld. Macht's gut. Aber gut aussehen wird's trotzdem, oder? Ja. Ich finde schon. Ich finde, es sieht gut aus. Finde ich auch. Und du sagst, wie gesagt, das ist das goldene, halbseitig beklebte. So lass es reinschreiben und da könnt ihr noch ein bisschen nachbasteln. Oder? Dann mal das, beklebe das ganz und dann ist es geil.